Hallo Leute, hier ist Wolf Games und herzlich willkommen zum dritten Part von Pokémon Mystery Dungeon. Wir stehen vor einer Höhle. Das ist der Ort, von dem du geredet hast. Das ist Rotomorph Bergwerk. Genau. In dieser Mine arbeitet ein Gruppe Rotomorph. Nein. Das Bergwerk ist außerdem ein mysteriöser Dungeon. Irgendwo dort drin teilt sich der Weg in zwei Tunnel. Der rechte Tunnel führt in eine stinknormale Mine. Aber beim linken Tunnel ist der Durchgang verboten. Ach so, okay. Ich will, dass du mir ein paar rote Steine aus dem linken verbotenen Tunnel bringst. Uff, das klingt ganz schön kompliziert. Aber ich glaube, ich hab's verstanden. Ihr sollt dir also nur ein paar rote Steine bringen, richtig? Bingo. Wer Bene das schafft, hat er in meinen Augen echt Mumm bewiesen. Ich hab's übrigens schon längst geschafft. Für mich ist das alles Pipifax. Wow, ohne Witz, da musst du ganz schön was drauf haben. Tja, das kannst du laut sagen. Alles erstunken und erlogen. Wenn die wüsste, was ihren Freund da drin erwartet. Nur eine Frage. Was erwartet ihn in diesem verbotenen Tunnel? Was? Soll ich das wirklich verraten? Du hast recht, sag nichts. Es ist viel spannender für Bene, wenn er das selbst herausfindet. Kluge Entscheidung. Puh, das war knapp. Also gut, Bene, lass uns gehen, legen wir uns ins Zeug. Moment mal, du! Wer hat gesagt, dass ihr zusammen gehen dürft? Moment, Pam Pam, kann ich mal kurz mit dir reden? Hä, was ist los? Das ist die Gelegenheit. So können wir uns Alex, die kleine Nervensäge, gleich mit vom Hals schaffen. Verstehe. Gute Idee. Alles klar. Ihr könnt zusammen gehen und bringt uns ein paar rote Steine. Sieht so aus, als müsste der ganz, ganz tolle Ort noch ein bisschen warten. Komm, gehen wir. Okay, wir holen diese roten Steine. Hoch. Hoppla. Wo wollt ihr zwei denn hin? Ins Bergwerk. Du bist diese ungezogene Kleine aus dem Dorf. Wir graben da drin nach Mineralien. Ken ist der Zutritt strengstens untersagt. Achso, entschuldigt bitte. Tja, Bene. Dann müssen wir uns eben irgendwie an ihn vorbeischleichen. Sie wollen uns an uns vorbeischleichen? Die kleine Röschel, dass wir gerade alles mitgehört haben, oder? Das ist ja unerhört. Keine Panik. Wir sorgen dafür, dass ihr nichts mitkriegt, wenn wir uns an euch vorbeischleichen. Wie, wo, was? Wir müssen übrigens nicht sofort los, wenn du noch nicht bereit bist. Dieser Weg hier führt direkt zurück zum Dorfplatz. Wenn du dich erst noch mit Items andecken willst, ist es also gar kein Problem. Wie sieht's aus? Ja, wir gehen da rein, wir machen das. Klasse, dann kann's ja losgehen. Wir wollen die etwa. Die wollen doch nicht etwa das Bergwerk betreten, oder? Aber wenn, dann müssen wir sie doch aufhalten. Hey, ihr drei, schaut mal dort oben. Wo kommt denn plötzlich dieser Apfelbaum mit all den leckeren Früchten her? Denkt die Kleine etwa. Wir würden auf so einen billigen Trick reinfallen? Sie glaubt, doch offenbar mit Essen könnte sie uns dran kriegen. Für wie dumm hält die uns, aber ein kurzer Blick kann nicht schaden. Jetzt Bene, das ist unsere Chance. Oha, da ist ja wirklich nichts. Das war ja klar. Irgendjemand muss sie aufhalten. Na schön, dann kümmere ich mich eben um die beiden. Also, dann mal los. Hey, ihr da. Ups. Und was machen wir jetzt? Am besten tun wir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Boah, das war ja der Super-Trick von Alex, also... Hat aber diese rote Maus ausgetrickst. Attackeneinstellung, Achso, ja, stimmt, genau, warte. Wie ging das? Attackeneinstellung. Jetzt kann ich auswählen, was du nicht einsetzt und was... Drachenhut... Oh mein Gott, wird so gut. Ich möchte das auf jeden Fall mal gucken. Funkenflug ist okay, Biss ist auch okay. Zu mir ist. Also Kratzer möchte ich eigentlich nicht haben, oder? Wo, Kratzer kann ich immer wegmachen. Es kann halt eingesetzt werden, wenn jetzt wirklich keine AP mehr da sind, aber ich sehe es jetzt nicht so sinnvoll. Ich glaube, ich gehe. Ich werde gleich umzingelt, ne? Ich kann nichts anderes machen. Bleiben wir stehen. Oh, doch nicht, weil. Die ist halt am sicher. Oh oh. Ich geh mal hier hin. Gut. Kümmere mich um den Stein und du kümmerst dich um das andere. Aquaknaller. Bam.
Oh mein Gott, das macht. Drachenwut ist einfach OP. Oh mein Gott. Okay, ich habe aber ein Level Up. Das erste Mal. Jetzt hau nicht ab, Alex. Warte, warte, warte. Was wir machen. Alex, du setzt nichts anderes außer Drachenwut ein, okay? Wohl, nein, 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 nein. Wir haben ja gelernt, dass man Attacken leveln kann. Ja, dann lassen wir das. Weil, warte, kann man Drachenwut leveln? Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, das ist so ein Angriff, der das ganze Spiel zerstört, wenn man wirklich. Warte. Erstmal. Zack. Nee, nee, nee. So, perfekt. Das wird das ganze Spiel wirklich kaputt machen, wenn das wirklich geht. Also ja. Übrigens, ich glaube, dass dieses Schnurteil, wie ist das? Und Pampam uns auf jeden Fall nochmal begegnen werden in dem Dungeon. So am Ende vermutlich, so als Endboss. Oh, nice. Kommst du um die Ecke? Crit. Warum bin ich kein Glumanda geworden? Das ist ja so OP. Ach du Heiliger. Aber ja, wir werden vermutlich gegen die kämpfen müssen, weil die uns natürlich besiegen wollen, warum auch immer. Es ist nicht sehr effektiv und es macht so viel. Wow, nicht mehr. Ich mache weniger. Was? Wieso? Warum? Warum bin ich so schlecht? Jetzt lauf nicht weg! Wait. Ach so. Kann ich irgendwie einstellen? Warte mal. Status? Es gab ja früher IQ und so weiter. Erklärung der Fähigkeit. Ah, stimmt. Ah, ja, stimmt, mit Großbrunnen und so weiter. Okay, aber IQ kann ich irgendwie, glaube ich, nicht feststellen. Sonstiges vielleicht. Nope. Oder was ist zum Beispiel Dungeons Status? Ah, das sind Erklärungen. Boden, nö, ich scheine noch nicht sowas wie IQ zu sein. Weil er ist einfach weggelaufen. Das ist halt normalerweise folgen die einem immer. Mal sehen, was es ist. Wir treffen sie. Stimmt, das hat hier eine Range. Bravo, FLG. Jetzt komm mal näher. Jetzt aber. Jetzt finde ich, sind wir es mit einer Schlammmobbe nicht. Warum ist Funkenflug so stark? Wow. Aber gut, dass Glumanda mein Partner ist. Ich möchte nicht dagegen kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Also. Oh, es sind Scholonia. Ja, das macht Alex schon. Ganz ehrlich, warum sollte ich Angst haben, dass Alex irgendwas passiert? Wow. Macht einfach alles kaputt. Tja, wenn man einen richtigen Start hat, dann ja. Das ist schon gut. Ja gut, da bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Das hat sich gelohnt. Oh, stimmt. Und damit war das Pokémon schon K.O. Schnell das Item aufsammeln lassen. Ja gut, ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Perfekt. Was bist du überhaupt? Achso, du bist wieder ein Stein. Wow. Oh mein Gott, Alex ist so OP. Auch gar nicht mitbekommen. Hallo. Nein, ich sehe nichts mehr, aber ich treffe dich trotzdem mit dieser Aquaknarre. Richtig. Alex ist gelevelt. Ich denke mal, in den anderen Dungeons gab es kein Level-Up und jetzt, wo wir gemeinsam sind, gibt es auch ein Level-Up, damit wir auf demselben Stand sind. Ja, das ist nachvollziehbar, das kann ich verstehen. Okay. Setzen wir am Schlamm nochmal ein. Bam! Das macht mehr Damage. Dann möchte ich gerne schon wieder Bodentyp sein, weil dann würde ich auch Step bekommen, aber nee, bin ich ja nicht. Guten Morgen! Ja, nicht. Hier wird hier nicht aufgeladen. Oder doch? Nee, hier wird geschlammt. Das macht nichts. Aber wir haben den. Wait, wie die AP wurde gesenkt. Moment. Hat es so oft das eingesetzt oder? Hab ich irgendwas überlesen? Egal. Ist wohl passiert. Kann man nichts machen. Ich meine, es hat immer noch Drachenwut. Das heißt. Trotzdem wird alles sterben, also sehe ich da kein Problem. Ja, gut. Friss mir den Aquaknarre. Ich habe bald auch keine AP mehr für die Aquaknarre, also. Eieiei, das hat Schaden gemacht. Und ich kann Alex auf jeden Fall nicht. Ja, Alex kann ich da nicht in Tragosso reinbringen. Das wäre nicht so klug. Oh, ups. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich Gegner wegschubse. Bin ich echt nicht gewöhnt. Ja, gut. Das ist sehr effektiv. Bam. Oh, Crit. Nein, also, die AP sind auf 0 gesenkt. Oh. Ja gut, das war nicht so klug. Gerne. Nein! Alex, schlaf nicht ein!
Oh, nice, Level Up. Aber die Level Ups sind nicht so gut, oder zumindest kriegt man nicht so viele Stats, aber ja. Nein, Alex, nicht einschlafen. No, Alex. Wieso? Wach auf. Nice. Ja, ich weiß, du bist wieder wach. Okay. Okay, ich finde es gar nicht mehr so schlecht, dass. Ja, es ist nicht so schlecht, dass die Begleiter-Items automatisch aufsammeln. Es kann aber zu ein paar sehr interessanten Situationen natürlich kommen. Okay, sind wir. Hoch, da kommt wer. Bitte lass es keine Eindringlinge sein. Nein, wir sind doch keine Eindringlinge. Jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Hey, schau mal, Bene, da drüben. Das ist die Stelle, an der sich der Weg gabelt. In den rechten Tunnel kann man einfach so hineinspazieren. In den linken auch. Ne, abgesperrt. Wenn man einfach in der Mitte durchgehen kann, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber der linke Tunnel ist abgesperrt, damit niemand hineinkommt. Was hat der Pamam noch gleich gesagt? Wir sollen ihm rote Steine von dort holen, wo der Durchgang verboten ist. Bestimmt hat er damit diesen Tunnel gemeint. Komm, Bene, gehen wir. Und ich frage mich mal, wenn das ein Tunnel ist, warum gibt es so viele Eindringlinge, so viele andere Pokémon, da dürfen die da drin sein? Wie funktionieren die Mystery Dungeons? Moment mal, nicht so schnell. Kinder haben hier drin nichts verloren. Ihr lauft außerdem direkt auf einen besonders gefährlichen Tunnel zu. Da dürft ihr nicht rein. Der Durchgang ist streng verboten. Aha, der Durchgang ist also tatsächlich verboten. Das wollte ich hören. Vielen Dank. Nicht zu danken. Oh, Moment mal, ihr wolltet nicht etwa. Tja, bin gelaufen. Was ist das? Oh ja, stimmt, hier kann ich Items ablegen. Und Geld ablegen. Legen wir Geld ab. Bam. Nice. Ach, hier kann ich mir Items immer. Das ist wiederum sehr cool. Wow, wie viele Äpfel haben wir? Ich lege mal ein paar Äpfel weg. Brauche nicht so viele. Konfusion zeigt, die ganzen Zweige kann man bestimmt gebrauchen, sonst die stacken sich ja, also passt das. Eine Pulsivbeere behalte ich, eine Frage bestimmt auch. Ja gut, so viele Belebersamen brauche ich bestimmt auch nicht so. Einen kann ich vielleicht mal mitnehmen, falls wirklich was passiert, aber sonst. Nee. Ich denke, so uns passt das alles, was wir dabei haben. Okay. Los geht's! Warte, was wäre, wenn wir rechts reingegangen wären? Das ist durch ein Verboten! Wollen die da etwa trotzdem durch? Warte, was ist, wenn ich hier rechts entlang gehe? Kann nicht. Hey Bene. Dort sollen wir ja nicht hin. Ja, genau. Aber kann ich? Nein, kann ich nicht. Schade. Vielleicht gehen wir da mal wann anders hin. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Wir gehen jetzt weiter, natürlich. Wollt ihr da wirklich durch? Klar. Warum nicht? Doch, das fragst du noch. Im Dorf bist du für deine Abenteuer berühmt. Im negativen Sinn. Ach bitte, lass uns durch. Ihr macht ja auch bestimmt keinen Ärger. Ehrenwort. Ganz sicher? Ich schaue mir tief in die Augen. Sieht so eine Lügnerin aus. Ich weiß nicht. Super, wir verstehen uns. Los geht's, Bene. Was? Die Kleine hat mir gar nicht zugehört. Ja, ich glaube, die ist in ihrer eigenen Welt. Sind meine AP-Restore, das frage ich mich. Kann ich jetzt nochmal Aquaknarre einsetzen? Ja, es ist wieder voll. Das ist cool. Wieder ein Mini. Was ist der Strahlorb? Items. Der Strahlorb. Zeigt die gesamte. Das ist cool. Ich zeig die gesamte Ebene an. Gab es nicht früher dafür irgendwie so Brillen oder so? Ich meine, irgendwie sowas gab's. Nein, Glut. Hier, friss noch eine Aquaknarre. Ha. Und noch ein. Wow, wir haben jetzt schon drei Belebersamen. Also, ich glaube, uns sollte nichts passieren. Außer. Vielleicht können die Belebersamen auch andeuten, dass jetzt was richtig Schweres auf uns zukommt und wir deswegen die Belebersamen brauchen. Aber was auch interessant ist, wir können diesen Ort auf jeden Fall zum Belebersamen-Farmen benutzen, weil wir haben zwei schon auf zwei. Also, wir haben eine gute Quote von 2 auf 2. Okay, jetzt haben wir nicht mehr, aber auf der einen Ebene hat man das. Oh, ein kleiner Schnitt. Eigentlich sollte Aquaknarre die Welt machen, aber tut's nicht. Warum ist Alex so stark? Ich mache bestimmt weniger mit Aquaknarre. Ja, ich mache weniger. Alex, warum bist du so stark? Oh. Nein.
Alex, hilf mir! Hat jetzt ist Funkenflug noch stärker geworden. Es hat so eine große. Wow! Alex ist so OP. Warte, ich muss mir das mal angucken. Aquaknarre hat eine Stärke von nichts. Ah, okay, Funkenflug hat auch eine gute Stärke. Ja, gut. Das ist einfach so krass. Ich muss Aquaknarre bestimmt irgendwie ein bisschen leveln. Ich möchte aber auch mal andere Attacken leveln. Ich muss mal sehen. Funkenflug hat auch die... Es ist einfach so ein guter Move. Wow. Ich brauche dringend neue Attacken. Also Glumanda ist auf jeden Fall ein super Starter. Das kann ich schon mal sagen, ohne irgendwie das Spiel lang gespielt zu haben. Einfach wegen den Angriffen, die es kann. Ja gut, da glaube ich eine Sackgasse. Nicht eine Sackgasse, aber da waren wir schon mal. Da ist ein Kramraub. Komm mal zu mir. Ich sollte auch eine Menge Damage machen. Jetzt kommt der Funkenflug und... 14. Vielfach effektiv gegen resistent. Ja. Das ist nicht fair. Ich wurde nicht getroffen. Keine Elektro-Attacken gegen mich. Bam. Weißt du was? Bam. Friss hier die Schlammbombe. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Perfekt. Vermutlich hat Glumanda noch viel bessere Stats und so weiter. Es ist broken. Okay, das mit der Treppe und wir kämpfen nach vorne mal gegen das Dragosso. Ich gehe nach vorne. Da stehst du nicht gut, Alex, aber egal. Wait. Okay, wir haben unsere Aquaknarre aufgestuft. Ist jetzt ein bisschen stärker geworden, meine ich. Okay, wie viel Damage machen wir jetzt? Ich glaube, da hat sich nichts geändert. Aber wir haben die Attacke aufgestuft. Also offiziell ist sie stärker geworden, okay? Ich glaube, ich muss offscreen die mal ein bisschen leveln, die Attacke Aquaknarre, damit die überhaupt stark wird. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine starke Aquaknarre, sonst haben wir echt Probleme. Ich meine, ich finde es gut, dass wir alle mit Range, dass wir alle Ranged Attacks haben. Das ist nämlich ziemlich cool. Und verschafft einem auf jeden Fall einen Vorteil, aber. Alex ist gelevelt. Eine neue Attacke. Glut. Warum sollte ich Alex Glut beibringen, wenn ich Funkenflug habe? Nein, ich verstehe nicht, warum? Vielleicht die Verbrennung? Ich meine, bis kann ich nachvollziehen, Kratzer. Ich verlerne Kratzer, weil Glut halt ist noch ein bisschen Stab und falls halt die AP alle sind, dann kann ich noch nachvollziehen, dass Glut okay ist, aber. Ja. Sonst, nee. Gut, dann machen wir das mal an. Den Glut. Also ist schon okay, perfekt. Ich muss mal auch meine anderen Angriffe leveln. Jetzt kriege ich da Probleme. So irgendwie mein. Was habe ich noch? Tackle. Ja, Heuler. Nee, Heuler. Lassen wir einfach mal. So auf so auf Entfernung kann ich das mal machen. Kann ich ja mal testen, wie das was bringt. Oh, wir sind durch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier ist es ja zappenduster. Hast du etwa Hungerbeine? Knorr. Hoch. Ein Magenknurr normalerweise, aber nicht so bedrohlich. Korrekt. Das ist kein Magen, den du da knurren hörst. Boah, es knurrt dein Magen und jetzt fängt er auch noch an zu reden? Gut ab, Bene. Ich wusste nicht, dass du ein Bauchredner bist. Hast du mir etwa nicht zugehört? Das Knurren ist meine Stimme. Meine bedrohlich knurrende Stimme. Wow. Ich bin Knackse. Ich bin der Herr dieses Bergwerks. Ihr seid in meinem Revier. Ihr seid ja nichts als ein paar törichte Kinder. Aber das ist mir völlig schnuppe. Ich werde keine Gnade mit euch zeigen. Nichts mit schmutzigen Dieben wie euch, die es auf meinen Schatz abgesehen haben. Moment mal. Diebe. Wir sind keine Diebe. Ehrenwort. Ach ja. Und was habt ihr dann hier zu suchen? Ach ja, die roten Steine. Wir sind hier, um ein paar rote Steine zu besorgen. Ja, was glaubt... Hast du in der Gegend zufällig welche gesehen? Rote Steine? Die roten Steine sind mein Schatz. Sie sind mein Ein und Alles. Was? Hab ich's doch gewusst. Ihr seid nichts als schmutzige Liebe. Aber das ist ein Job für die Rotomorph. Los, kommt raus und macht sie platt.
Es ist Zeit, euer Versprechen einzulösen. Platt machen? Also, kämpfen gehört nicht wirklich zu unseren Stärken. Nicht so ungut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wer meinen Schatz klauen will, muss mit Konsequenzen rechnen. Das gilt auch für Kinder. Macht euch auf was gefasst. Okay, komm her, Knacksel. Wir machen dich fertig. Und einmal kann ich jetzt auch Heulern setzen. Bam! Jetzt müssen eh alle zu mir kommen. Hi. Okay, jetzt möchte ich erstmal gucken, was für Angriff hast. Wir haben auch. Ich weiß ja. Die Sache ist, wir haben den Schlafzweig. Den würde ich gerne noch benutzen, aber erstmal möchte ich mal gucken, was er überhaupt für Angriff hat. Ich skill mal Tackle. Drachen. Oh, das ist so OP. Es macht einfach drei. Komm, Alex. Also, du spammst jetzt erstmal Drachenwut. Es ist einfach so OP, meine Güte. Ach, ja. Spam Drachenwut. Mach 30. Warte, warte, ich muss noch nachgucken. Kann man Drachenwut jetzt. Man kann Drachenwut sogar leveln. Das ist doch nicht euer Ernst. Nein, Alex. Oh, Alex wurde nicht getroffen oder so. Wait, ich möchte angreifen. Tackle. Drachenwut. Easy. Drachenwut, Alex, ist so OP. Ah, der Schatz gehört mir. Wie oft denn noch? Wir sind keine Diebe. Aber du hast doch selbst gesagt, ihr habt es auf die roten Steine abgesehen. Ja schon, aber. Also, ich glaube, sie sagen die Wahrheit. Wo kam die Stimme gerade her? War das eine der Rotomorph? Die Rotomorph. Knackte. Ich glaube, diese Kinder sagen die Wahrheit. Boah, ist echt schlimm, nicht so. Bevor sie herkamen, habe ich der Kleinen tief in die Augen gesehen. Ich konnte in ihrem Blick. Was? Spuck's aus. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich konnte in ihrem Blick nichts Böses sehen. Ich glaube auch nicht, dass die beiden Diebe sind. Wir wollten wirklich nur sehen, was in den Tiefen des Bergwerks verborgen liegt. Ich gebe es zu, unser Ziel waren die roten Steine. Aber wir dachten, das wären normale Steine. Wir würden niemals deine kostbaren Edelsteine wegnehmen, Knarksen. Ihr wärt ja also schon zufrieden, wenn ihr sie nur sehen könntet? Genau. Ich aber nicht. Sieht so aus, als hätte ich euch zu schnell verurteilt. Tut mir leid, ihr zwei. Es war falsch, euch einfach so anzugreifen. Ist schon gut. Wir sind auch nicht so ganz unschuldig. Wir haben uns trotz Verbot hier eingeschlichen. Endlich gibt es zu. Dann will ich mal nicht so sein. Kommt mit. Ich zeige euch, was ich hier hinten versteckt halte. Wirklich? Okay, mal sehen, was das ist. Ja, natürlich möchten wir speichern. Go. Ja, wir überschreiben auch. Und wir gucken mal, was der jetzt denn hat. Ich weiß nicht, warum jetzt die Speicher. Ich weiß nicht. Jetzt kommt doch erstmal so eine Cutscene. Wow. Willkommen in meinem Geheimversteck. Das ist meine Schatzkammer. Wow, Wahnsinn. Sieh dir nur die ganzen funkelnden Steine an, Bene. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler von Edelsteinen. Es war nicht leicht, sie alle zu finden, aber das sind die Früchte meiner Arbeit. Eine ganze Weile blieb mein Versteck hier unten geheim. Bis eines Tages die Rotomorph plötzlich bei der Bergarbeit durch die Wand brachen. Seitdem tauchte ich ständig irgendwelche Gesindel auf, um meinen Schatz zu stehlen. Deshalb ist es auch verboten, den Tunnel, der hierher führt, zu betreten. Wer sich trotzdem unerlaubterweise hier einschlich, bekam es mit mir zu tun. Eigentlich hatten wir Knackse versprochen, ihm in solchen Fällen zu helfen. Aber im Ernstfall sind wir immer zu ängstlich. Eine einzige Zitterpartie. Verstehe. Tut mir leid, dass wir euch so viel Ärger bereitet haben. Aber wie dem auch sei. Wir kennen jetzt das Geheimnis des Bergwerks. Und wir haben eine unglaubliche Schatzkammer gesehen. Wir haben ein echtes Abenteuer erlebt. Was will man mehr? Ich bin euch sehr dankbar, Knaxel und Rotomorph. Und dir natürlich auch, Bene. Ich liebe Abenteuer, bin voll auf meine Kosten gekommen. Aber ohne dich hätte ich das nie geschafft. Du hast Drachenwut, du hast alles. Das Pokémon ist so OP und das weiß es noch nicht mehr. Und weil ich meine Versprechen halte, zeige ich dir jetzt den tollen Ort, von dem ich sprach. Komm, Bene, lass uns zurückgehen. Wo ist jetzt Pampam? Und der andere, Schnutel. Da ist doch Schnutel, oder? Ich vergesse es immer. Okay.
Oh, wen haben wir denn da, wenn das mal nicht Bene ist? Hey, ihr zwei. Und wart ihr wie besprochen im verbotenen Tunnel? Ja, waren wir. Das war vielleicht ein Spaß. Was? Im Ernst? Das kann ja jeder sagen. Und wo ist denn der Beweis? Habt ihr uns die roten Steine besorgt? Nein. Hä? Die Steine sind Knacks und Schatz. Er hängt sehr an ihnen. Also konnten wir sie nicht einfach so einstecken und verschwinden. Aber wir haben sie gesehen und werden uns immer daran erinnern. Das ist viel besser. Tja. Das verstehen die wohl auch nicht. Los, Bene, hier entlang. Ja, ich folge dir schon. Keine Sorge, Alex. Okay. Ja, und das ist der Baum, den wir schon am Anfang gesehen haben. So, da werden wir. Schau nur. Wow, der Ausblick ist atemberaubend. Ja, das ist wirklich schön. Da fehlen die Worte, ja? Von hier aus kannst du den Blick über ganz Runau schweifen lassen. Ein Geheimtipp ist dieses Fleckchen aber nicht. Alle im Dorf schätzen diese Aussicht. Deshalb wollte ich sie dir unbedingt auch mal zeigen, Bene. Schön hier, oder? Puh. Nach einem anstrengenden Abenteuer ist das genau das Richtige. Einfach den blauen Himmel betrachten und die Seele baumeln lassen. Ja, das stimmt. Und dieses laue Lüftchen tut auch sehr gut. Das Wetter ist heute wirklich besonders schön. Unser Abenteuer war auch ein voller Erfolg. Echt zu schön, um wahr zu sein. Sieh dir nun diese gewaltigen Wolken an. Sie sind größer als der Baum hier und ziehen doch frei am endlosen Himmel dahin. Aber von hier aus sehen sie total klein aus. Da wird man sich erstmal wieder bewusst, wie unvorstellbar groß unsere Welt ist. Ach, ich möchte auch eine Wolke sein. Ich glaube nicht. Eine Wolke? Schwerelos wie eine Wolke möchte ich das Dorf hinter mir lassen und die Welt sehen. Ich glaube, du möchtest ein Altaria sein. Ich möchte vielen Pokémon begegnen und allerlei Abenteuer erleben. Ja, das kannst du doch auch. Denn wir werden bestimmt Mystery Dungeon Erkunderer. Genau deshalb will ich auch dem Forscher-Team in der Stadt beitreten. Wenn ich erstmal Mitglied bin, werde ich bestimmt ganz schön weit rumkommen. Dann eines Tages werde ich eine Karte der gesamten Welt erstellen. Das ist mein großer Traum. Verstehe. Das ist also der Traum, der Alex antreibt. Träume zu haben, ist eine gute Sache. Ich würde sie gerne dabei unterstützen. Ach, um was rede ich da? Alles Tagträumerei. Das schaffe ich eh nicht. Was? Kinder dürfen dem Forscherteam hier gar nicht beitreten. Und selbst wenn, alle sagen mir, es sei zu gefährlich außerhalb des Dorfes. Tu dies nicht, tu das nicht. Das ist alles, was ich immer zu hören kriege. Warum müssen die Erwachsenen uns Kindern immer jeden Spaß vermiesen? Immer fühlen sie sich im Recht und halten Standpauken und belehren uns. Und dann? Wenn wir auf sie hören, dann sind Spaß und Nervenkitzel Fehlanzeige. Ja, bei waghalsigen Plänen bekommt man bestimmt die Ohren langgezogen. Aber aufgeben werde ich nicht. Ich werde meinen Traum ganz sicher nicht begraben. Auf gar keinen Fall. Niemals. Nie und nimmer. Niemals. Und deshalb, Bene. Na du, Bene? Na sowas. Der schläft tiefenfest. Das Abenteuer muss ihn doch sehr erschöpft haben. Hör mal, Bene. Würdest du mir dabei helfen, meinen Traum zu verwirklichen? Oh, du hast doch gerade genickt, oder? Ja, ganz sicher. Ich hab's gesehen. Hurra! Vielen Dank, Bene. Ach, verdammt. Super. Dann verspreche ich dir, mein Bestes zu geben. Du wirst schon sehen. Okay, dann müssen wir wohl Alex helfen. Ich werde allen zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ja, ist schon sympathisch. Oh, es ist Nacht. Oh, stimmt ja, wir wohnen immer noch bei... total vergessen, wir wohnen ja immer noch bei Blanas. Auf dem Hügel habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich glatt eingenickt bin. Dieser Hügel mit dem großen Baum ist wirklich ein toller Ort. Die Natur in der Pokémon-Welt ist wirklich wunderschön. Wir können übrigens mal schlafen, hier ist ein Heubett. Und angenehm leben lässt es sich hier sicherlich auch. Aber warum bin ich bloß in dieser Welt gelandet? Und warum habe ich mich in ein Pokémon verwandelt? Außerdem mache ich mir Sorgen wegen der Megalon, die mir auf den Fersen sind. Ob ich wohl einfach hier bleiben kann? Das ist eine gute Frage. Mensch, Schreckwasser. Was? Was war das? Dieses Gefühl. Zum ersten Mal empfinde ich Angst. Echte Angst. Ja, was diese Angst ist. Und wie es weitergehen wird, denke ich mal, werden wir dann in den nächsten Part sehen. Ich verabschiede mich dann. Bis dann. Und ciao.